So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 3. Hallöchen. Wir hatten noch ein bisschen hier was vor uns zu tun, weil er sieht noch ein bisschen zerruft aus. Da können wir ein kleines bisschen weitermachen, dachte ich gerade so ein bisschen spontan. Und ja, why not? Ich habe noch einen Amboss hier, den. Egal. Den hatten wir für was anderes gebraucht gehabt noch. Den suche ich auch gerade mal hier zur Seite. Ja, wir machen hier so ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen weiter. Wir versuchen den Weg hier zumindest mal ein bisschen hübsch zu machen. Skatey-Bady, die wohnt hier vorne. Er hat das natürlich jetzt in seinem Stil hier wieder ein bisschen weiter gemacht, mit ein bisschen Stein gemixt. Ich wollte den Weg ein bisschen, zu viel bisschen in einem Satz, etwas, ah, der hat die Türen hier weggemacht, etwas gepflasterter, steiniger machen. Denn normalerweise ist ein Weg ja nicht so, es sei denn halt in Minecraft ist er so. Mal gucken. Ich mache erstmal die grobe Form und dann können wir immer noch ein bisschen weiter dekorieren. Außerdem halt die Frage auch noch, was wir hier ansonsten noch machen, außer, ne? Weil hier ist so viel Platz, da könnte man fast einen Raum machen. Und es sind ein paar Pferde hier unten im Weg. Die müssten vielleicht mal weichen und weg. Zombie-Pferde sollen eigentlich selten sein, aber mittlerweile nicht mehr. Im Creative Mode gibt es ja in der 1.10 ab jetzt auch Zombie-Eye-Spawn-Eier, ne? Zombie-Eye-Spawn-Eier. Zombie-Pferd-Spawn-Eier. Habe ich ja gesehen, gibt es jede Menge neue Spawn-Eier, die hinzugefügt worden sind. Fand ich ein bisschen schade, weil vorher war das immer so ein bisschen Secret, ja, so ein bisschen geheim. Man so, oh, dann kann Zombie-Pferde spawnen. Oder Skelett-Pferde und die gibt es halt nur so selten und dies, das. Und jetzt ist halt mit Hilfe eines Spawn-Eis das hinzugefügt worden. Und naja, fand ich einen kleinen Tacken schade eigentlich. So ein bisschen Mysterium rausgenommen. Ich bin ja der 5 Dinge Minecraft-Mensch, Sachen, die du nicht weißt, geheime Fakten, sowas, Easter Eggs, was weiß ich nicht alles. Zum Beispiel das Killer-Bunny gibt es ja auch einen Killerhasen, so nach dem Motto, der rumläuft, ganz, ganz selten spawnt, aber ich weiß gar nicht, ob er überhaupt spawnt. Jedenfalls kann man sich den holen, Rabbit-Type 99, und dann hast du einen Hasen, der, ja, ziemlich komplett eskaliert. Der killt sogar Wölfe, also normalerweise fressen ja die Wölfe die Hasen, aber diesmal ist es andersrum. Der Killer-Bunny frisst auch die Wölfe, macht alles kaputt, macht übelst Schaden. Ja, vielleicht mal von Dinge mal gerade gucken, wer es nicht gesehen hat. Da gibt es eventuell more Infos. So, dann hier vorne mache ich mal kurz auch wieder dicht. So. Das ist so groß hier, die Fläche. Die ist so riesig. Ich wollte gar nicht so viel Weg eigentlich machen, aber jetzt mache ich es irgendwie doch. Kann ich vielleicht nochmal da weg. Und setze hier ein bisschen Gras da rein. Denke mal schon. Dann hier ein bisschen. Es soll so ein bisschen rundlich werden. Also nicht ganz so eckig. Und dann, ja, mal gucken, ob wir das hier gebastelt kriegen. Dann dafür müsste ich aber vielleicht hier sowas machen. So. Und dann da. Einfach so ein kleines bisschen abrunden. Dim, 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 dim. Oh, hier vorne habe ich ein bisschen. Wartet. Ich würde sowas hier machen. Und sowas hier machen. Bam, bam. Und dann hätten wir das auch. In letzter Zeit ist noch ein bisschen so die Stimmen irgendwie ein bisschen stärker geworden. In Bezug zu mehr Craft Attack. Das ist total skurril. Irgendwie. Einerseits will es keiner mehr sehen und andererseits irgendwie dann doch schon wieder. Das ist so Taco. Also wie gesagt, die jetzt da sind, sind sowieso am Durchhalten, Anführungszeichen. Dann jemand meinte aber auch noch, dass Durchhalten die falsche Formulierung ist, weil die Leute erwarten es sehnsüchtig. Aber andererseits ist es leider gerade so, dass hier nicht so der Hammer passiert noch, ne? Ich bin immer noch so ein kleines bisschen ideenlos, was man ansonsten noch machen sollte einfach, weil das Projekt ist so fortgeschritten und im Prinzip habe ich eigentlich alles. Ich bin auf der Suche nach Dingen, die ich nicht habe oder die ich noch brauche oder die ich noch bauen muss, soll, wie auch immer. Und wir sind größtenteils nur noch am Dekorieren. Gibt es irgendwas, was man noch machen kann, vereinfachen kann, automatisieren kann? Ich habe halt eine Essensfarm, ich brauche nie wieder Essen besorgen. Ich habe mein Lager mal aufgeräumt. Ich habe im Keller jede Menge Zeug. Wir haben mit Portalen die Welt verbunden und alles mögliche. Ich habe Full Diamond Beacon. Ja, also das Wasser sollte gar nicht platziert werden. Letzten Endes bin ich eigentlich recht weit. Das ist die Sache. Neues Projekt, habe ich gesagt, ist auch schon in Planung, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob ich Crafty komplett beenden sollte. Solange es immer noch irgendwas zu tun gibt, vielleicht. Aber ich brauche auch ein klein wenig Inspiration mal wieder. What to do, what to make.
Wir haben es halt ziemlich größtenteils voll fertig. So. Wir haben die 1.9er Features ausgespielt. Wir haben Elytras. Wir haben Elytra Start. Okay, den habe ich noch nicht, aber da zaut man sich auch manchmal größtenteils. Wir haben wahnsinnig viel. Und zwar wahnsinnig, wahnsinnig viel. Tja. Ich habe halt echt gerade so eine Phase, wo ich gerade nicht viel machen kann oder gefühlt nicht viel machen kann. Das ist aber generell immer so Phasen. Nee, das, oh, das ist kein Bock mehr auf Minecraft. Nee, das ist einfach nur gerade so eine Phase. In der Welt hier bin ich größtenteils einfach durch. Das heißt größtenteils, ich bin einfach durch, mehr oder weniger. Ja, man kann immer noch was machen, aber mir fehlt gerade so ein bisschen der Anstoß. So ein bisschen der Anstoß, so ein bisschen die Idee, was denn passen würde, was Sinn machen würde vor allen Dingen. Und da bin ich mir überlegen. Ich bin offen für Vorschläge, mal wieder in die Kommentare reinschreiben. Ich bin noch ein bisschen dabei, noch das andere Video auszuwerten, wo... Ich baue mich mal ein bisschen mehr in den Berg hier. Ich bin noch dabei, das andere Video auszuwerten, wo wir... Oder wo ich mal gefragt hatte, wegen Projekten ähnliches Zeug. Oder, Sinne von auch von Modpacks, die ich vielleicht zusammen wieder mit anderen spielen könnte. Und da bin ich übrigens auch so ein kleines bisschen am Auswerten noch. Aber das hat wahnsinnig viele Kommentare. Ich glaube, es sind mit 5000 Kommentare oder so. Ich habe mir eine Liste gemacht und gehe mal so ein kleines bisschen durch. Und eventuell wird es da was geben. Ich habe mir überlegt, mal Captive Minecraft zu spielen. Captive Minecraft 3, das ist für die 1.9. Da bist du praktisch auf einer Karte, die übelst klein ist und die wird größer, je mehr Achievements du freischaltest. Und das wäre eventuell immer was Interessantes und vielleicht werde ich dazu selbst nochmal eine kleine Serie machen. Einfach, weil ich da so spontan Bock drauf hatte. Von daher hat das Video auch geholfen, das Feedback von euch auch. Ich werde da nicht jedem einzeln antworten können, logischerweise. Aber ich werde mir die wichtigsten Sachen aufschreiben und eventuell auch umsetzen. Ich bin da sehr positiver Dinge und weitestgehend habe ich echt gute Sachen gefunden. Ansonsten mache ich mir so eine kleine Liste und frage dann mal Peter und Kev, was sie dazu sagen und ob die einem der Projekte zustimmen würden. Also ich mache so eine kleine Vorschlagsliste und dann schicke ich die denen mal und dann sagen die, jo, hört sich geil an. Oder, nee, Sparky Barky hört sich kacke an, weil halt, keine Ahnung, habe ich schon mal gemacht. Weil ich habe halt ein Projekt beispielsweise noch nicht gemacht. Die anderen können das schon gemacht haben. Wenn die anderen das aber schon gemacht haben, haben sie keinen Bock mehr drauf, weil sie es eben schon gemacht haben. Ich habe es noch nicht gemacht, das habe ich Bock. Also ich werde es vielleicht mal alleine machen oder wie auch immer. Ja, das Problem am neuen Projekt ist eben, das dauert noch so ein kleines bisschen, bis das so kommt. Also, keine Ahnung, Ende Juni oder so sollten wir dann so an die Platte kommen. Da ist halt Planung am Start und keine Ahnung was. Und ist auf jeden Fall mal wieder was mit Mods. Also, Craftech war jetzt so das Projekt ohne Mods und das nächste Projekt wird mal wieder etwas mit Mods. Und da freuen sich die Leute wieder, yay. Weil Modprojekte und so weiter und so fort ist schon ein Weilchen her, seitdem ich da wieder was hatte, ne? Tja, und es wird auch wieder was Größeres halt. Es hat irgendwie klein angefangen. Ich glaube, wir waren jetzt zu dritt oder zu viert oder so und habe ich gesagt, jo, ich bin dabei. Und dann, ja, wurde es halt immer größer. Haben sich immer mehr Leute dazu entschlossen, da noch mitzumachen und dann, ja. Also bin ich eigentlich nicht mit in ein großes Projekt rein, sondern eigentlich war es ein kleines Projekt, was irgendwie zu einem großen Projekt wurde, ohne dass, ja, man das anfänglich gewusst hätte. Weg mit dem Skelett. Ich bin am Bauen. Und du störst meine Kreise. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich einfach gerade die Kreise ich baue. Tja. Da bin ich mal gespannt, was das dann wird. Es sollte auf jeden Fall recht groß werden. Finde ich gut. Werdet auch viele altbekannte Gesichter sehen, auch aus Craftech hier. Ja, ja. Die meisten haben sich irgendwie später entschlossen, noch dazu zu kommen. Und wir gucken mal, was das dann eigentlich so wird. Ich hoffe, es wird wieder cool. Und es wird auch wieder ein ganzes Weilchen gehen, habe ich das Gefühl. Weil es ist eigentlich so konzipiert, dass es zeitlich gesehen wieder etwas länger dauert. Und das... Ja gut, Craftech dauert an sich auch länger oder hat länger gedauert. Also mal ganz im Ernst, Craftech hat jetzt hier seit den Snapshots für die 1.9 begonnen. Bis mal so ein stabiler Snapshot irgendwie draußen war. Das hat ein bisschen gedauert, aber ja, seitdem läuft das hier. Craftech war eigentlich so ein Snapshot-Projekt. Und kann ich die Pferde irgendwie rauskriegen? Jetzt regnet es gerade und es ist Nacht, meine Lieblingszeit in Minecraft. Jetzt bräuchte ich wieder meine One-Command-Creation am besten, die ich gemacht habe, was übelst skurril und total sinnlos eigentlich war, aber irgendwie war es witzig. Denn da würde es nicht regnen. Und es wäre auch immer Tag. Warum ich das einfach mag, weil dann kannst du halt hier bauen und hast nicht so viel Stress und nicht 10.000 Viecher, die auf dich einkloppen jedes Mal. Du kannst einfach bauen und brauchst keine Angst haben, dass ein Creeper alles wegbombt.
Am besten noch Game Rule Keep, Quatsch, Game Rule Mob Griefing auf False, dass die Mobs keinen Schaden machen. Also, dass wenn Creeper explodiert, der nicht die Karte zerstört. Kleiner Geheimtipp, wen das stört, dann macht die Game Rule aus. Game Rule Mob Griefing False. Da kann Creeper explodieren und er macht keinen Schaden am Boden. Also Blöcke bleiben so, wie sie sind und alles finito. Nur so als Geheimtipp. So. Und dann haben, ja, ich würde sagen, hier noch ein ganzes Stückchen jetzt hingekriegt. Sieht so aus. Ich muss ein bisschen dann noch den Rand weiter verzieren, verbauen. Whatever. So ein bisschen. Ah, Blöcke im Weg. Beim nächsten Mal reloggen ist dann der Block dann da. Ja, gut. Skelett, du kannst dich wieder selbst einmal killen wegen Thorns Rüstung. Gut, weg mit dir. Ich gehe schlafen kurz. Ich hau mich kurz hin und dann kriegen wir vielleicht noch den Rest fertig. Ich muss noch ein paar Bricks durchcraften. Und haben wir jedenfalls den Abteil da oben auch erstmal fertig. Fackeln müsste ich halt setzen. Und ja. Ach nee, warte. Ich muss gar nicht rein. Ich muss da rein. Weil da ist mein Bett. Einfach mal über die Wand gelegt, ohne reinzuspringen. Tja, so kommt man auch durch. So. Gut. Dann lauter Kleinscheiß kann hier auch weg. Weg. Und dann craft ich mir noch ein paar von denen da hier. Nein! Das war ein Fehler. Von denen da hier will ich mir welche craften. So rum. Nicht die Slabs. Das war irgendwie ein Reflex, die zusammen zu craften. Na, egal. Egal, egal. So. Ich bin überlegen, wie ich das mit den Pferden hier oben mache. Ob ich die einfach töte, damit die einfach weg sind, weil ich die jetzt nicht hier rauskutschieren will. Hauptsache, sie sind erstmal weg. Spawnen ja eh wieder neue. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Pferde so übelst selten sind. Anfänglich die Skelettpferde, aber die spawnen recht frequent in 1.9er Welt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Server 24 Stunden am Tag läuft. Ohne wenn die Chunks geladen sind, Gewitter kommt, irgendwas halt hier entstehen kann. Aber ja, es kommt mir irgendwie sehr häufig vor, dass die Viecher spawnen. Anfangs waren das irgendwie voll speziell, sonst voll selten war und jetzt hat irgendwie jeder. Und da war meine Stimme gerade ein bisschen rau. Egal. Räuspere wie immer, mach kurz einen Cut oder so und dann läuft das wieder. So. Ich habe immer noch auch keine Lösung gefunden für diese Fackelbeleuchtung, sage ich jetzt mal. Ich habe immer Fackeln, die ich auf den Boden stelle. Der ganze Boden ist voll gefackelt. Und ja, man kann Glowstone nehmen, aber was macht man denn am besten bei großen Räumen? Also wenn ich jetzt so einen riesen Raum habe, so eine riesen Fläche wie hier, weißt du, wo Stein drauf ist, da muss ich irgendwie Licht in den Boden einarbeiten. Das heißt, keine Ahnung, Glowstone oder so einen Boden setzen, sowas in den Dreh, dass das beleuchtet ist, kein Mob spawnen können. Das ist diese Sache, da kannst du irgendwie sinnvoll beleuchten. Die andere Alternative wäre halt irgendwie Half-Slabs zu bauen, also dass du halt einen Half-Slab-Boden hast, dass da keine Mobs spawnen können, da hat man halt die Fackeln nicht oder braucht erst gar keine Beleuchtung, es spawnt trotzdem nichts, aber dann kann es trotzdem dunkel aussehen, je nachdem. Vielleicht sollte ich mal irgendwie versuchen, in zukünftigen Projekten als Herausforderung auf Half-Slabs immer zu bauen, weil dann können da halt keine Mobs bauen. Und man muss nicht ausleuchten. Das wäre doch auch mal was. Ist halt die Herausforderung immer, wenn du es halt baust, dass man da sinnvoll laufen kann, dass es gut aussieht, weil Half-Slabs sind halt Half-Slabs und kann halt doof aussehen und bla bla. So, habe ich wieder... Doch, da habe ich noch ein bisschen was. So, dann machen wir auch das Kapitel fertig. Ich finde es faszinierend, wie oft ein Let's Player immer so sagt. So. So machen wir das so. Ja. Aber manchmal, was soll man auch sonst sagen? Wir müssen am Basteln bauen, dies, das. Und es ist ja kein Skript. Das heißt, man darf das sagen, was einem spontan in den Kopf einfällt. Bananenshake. Irgendwas, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt irgendein Wort sagen müsstet, welches Wort wäre das? Also was euch spontan als allererstes in den Sinn kommt. Irgendein Wort. Bei mir war es gerade Bananenshake. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, witzig. Doch, halt mal was Witziges. Schreibt in die Kommentare das erste Wort, was euch einfällt. Jetzt gerade in dem Moment. Jetzt. Dann könnt ihr mal vergleichen, wie oft die Leute an dasselbe denken. Sag jetzt nicht Bananenshake, das habe ich schon gesagt. Das zählt nicht. Bananenmilchshake. Lass ich auch nicht gelten. Das ist dasselbe. Das war eigentlich das, was ich gemeint habe. Auch wenn ich eigentlich vielleicht ein oder zweimal im Leben erst Bananenmilchshake getrunken habe. Egal, irgendwas wollte ich gerade sagen. Das war das erste Wort, das mir eingefallen ist. Kann ja alles sein. So, dann machen wir hier weg. Und jetzt habe ich leider keine Steine mehr. War knapp. Pferde sind noch da, aber die Gegend sieht erstmal so aus, würde ich sagen. Tja, ansonsten noch jemand eine Idee, was man machen könnte? Irgendwas Sinnvolles. Irgendwas Sinnvolles. Irgendwas Sinnvolles, Passendes.
Und ja, ich hab's mit absichtlich einer dich gemacht. Absichtlich einer dich. Mit Absicht einer dich gemacht. Weil halt hier vorne einfach der Weg so war von mir. Dann ging es halt hier hoch. Ich wollte ihn auch nicht so verwursteln oder andere Blöcke mit reinarbeiten. Ein Weg ist meistens einheitlich am Boden. Auch in echt. Ein Weg ist immer einheitlich. Ich wollte die Seite so ein bisschen abgrenzen und da haben wir vorne so einen etwas größeren Hof, in Anführungszeichen, aber. Tja, was machen wir hin? Das ist die Frage. Und das wird sich vielleicht in der nächsten Folge klären. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Lass krachen und tschüss.